Tja, wir sind die von den Artgenossen. Wir sind die Artgenossen, genau. Wir vermitteln zeitgenössische Kunst im Salzburger Künstlerhaus. Das war immer so unser Spruch. Mhm. Petra, Doris, Dagi. Und so haben wir eigentlich angefangen mit Kunstvermittlung. Das war der Anfang. Das war, also für das haben wir gebucht worden am Anfang 2001. Und dann hat sich das immer mehr erweitert. Also dann erklärt sich unser Name natürlich auch von selbst. Weil in Artgenossen, Art großgeschrieben, Genossen klein, steckt das Wort Kunst drinnen. Dann steckt das Wort Genießen drinnen. Dann sind wir alles Artgenossen, alle von einer Spezies. Und wir sind Genossen im Sinn von Kämpfer für, was auch immer, die Kunstvermittlung zumindest. Stellt sich mal alle vor, ihr habt dieses, okay, dieses Kleidungsstück an. Ich bin ein Beispiel, okay? Wie bewegst du dich? Hey, hör auf. Also das Thema der Ausstellung ist eigentlich Regionalismus, aber es geht sehr wohl auch um Identität, um in andere Identitäten schlüpfen, beispielsweise bei den Krampusmasken. Wie ist das zu bestimmten Zeiten, wenn Menschen in andere Identitäten schlüpfen? Und wir nehmen dann schon immer einen Aspekt von der Ausstellung heraus oder mehrere Aspekte oder versuchen irgendwie einen Grundsuppus zu finden, auf was will die Ausstellung eigentlich heraus? Und das versuchen wir dann mit den Schülern, mit den Jugendlichen in einer praktischen Arbeit so umzusetzen, dass sie da einen Connex herstellen können. Oder am Anfang fragen sie dann immer, darf ich das jetzt machen? Darf ich das so machen? Also wie es ihnen oft in der Schule eben vorgehen wird. Und dann sagen wir eigentlich immer, bei uns darf man das machen, wie man will. Und das ist eigentlich das Tolle, oder? Dass man sich wirklich ausprobieren kann, ja, dass man sich alles trauen kann. Ja, man kann experimentieren. Ja, genau. Ich glaube, der schönste Moment ist eigentlich, wenn man eine Schulklasse oder sowas da hat und man arbeitet mit ihnen oder man führt sie durch eine Ausstellung und plötzlich merkt man, sie fangen sich an, jetzt ist der Knopf aufgegangen und jetzt fangen sie sich plötzlich an zu interessieren und jetzt kommen plötzlich Fragen daher, mit denen man eigentlich gar nicht so gerechnet hat, auf die man aber gehofft hat, weil dann entsteht so eine Gemeinsamkeit und dann kann man drüber reden und dann entsteht Kommunikation und dann, das ist auch wieder ein kreativer Prozess. Und ich glaube, das ist eigentlich der schönste und der wichtigste Moment. Und die versuchen wir natürlich herbeizuführen, herbeizukitzeln vielleicht auch. Ist es fertig? Ja. Ist alles ein Foto? Es dauert noch eine Ewigkeit. Ich habe auch keine Ahnung.